Ja, herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Wir sind wieder mal da. Leider Gottes hat es jetzt ein bisschen länger gedauert für das nächste Video, was ich jetzt euch präsentieren möchte. Ein Streifzug durch die letzten 2-3 Wochen, wo wirklich sehr hektisch waren und unheimlich viel zu tun. Und da möchte ich euch einfach mal so querbeet ein bisschen mitnehmen. Die Schwierigkeit ist, wir hatten unheimlich viel Krankenstand. Ich selber war über Ostern auch komplett flach und mit Fieber und Grippe. Und wir alle hier hatten es und natürlich hatten wir dementsprechend auch Ausfälle. Und das war natürlich schwierig, Termine waren gestanden und das muss man alles kompensieren. Und dann ist natürlich wenig Zeit für Videos machen, weil ich muss fleißig mitschrauben, auch heute wieder, auch die Woche ist wieder eng, weil wir auch wieder einen Krankenstand haben und ja, dann kommen natürlich immer mal Notfälle rein, also so müssen wir immer alles geben und das geht dann zu Lasten leider von den Arbeiten, wo jetzt nicht ganz so Priorität haben, weil ihr Camper wollt eure Fahrzeuge haben. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und ich werde mir auf alle Fälle wieder Mühe geben, da wieder ein wenig regelmäßiger dabei zu bleiben, um euch natürlich Wohnmobiltechnik in allen Facetten näher zu bringen. Aber jetzt mal ein Streifzug durch die letzten 2 Wochen. Worauf kommt es an? Was müssen wir alles beachten bei Einbauten und. Was wir alles einbauen und schauen wir einfach mal, was das hier so geworden ist. Auf geht's! Fangen wir einfach hier mal an. Ein wunderschöner Malibu. Hier geht schon mal los. Wechselrichter unterm Sitz von WCS. Hier drüben unter dem Sitz haben wir 2x 155 Amperestunden Lithium verdonnert. Dann sehen wir schon hier hinten. Ich gehe gleich näher ran, weil ich hole mir bloß den Zettel, was das Fahrzeug alles gekriegt hat. Haben wir einen Booster verbaut. Hier sind noch ein paar Kabel, wir sind da noch nicht ganz durch, aber ihr seht, wie es hier vonstatten geht. So verbauen wir den Booster, wenn wir einen hinteren Sitz verbauen. Schön die Sicherungen alle beschriftet, dementsprechend dann hier die Verteilung für, die Temperatursensoren und Sensoren allgemein, was der Booster alles so braucht. Dann hier natürlich unser 25 Quadratkabel, was immer wichtig ist und bei dem Booster ganz dringend notwendig ist. Hier unser D-Plus und unsere Sensorleitungen. Und hier fehlt jetzt nur Sicherung, die noch reinkommt. Und dann haben wir hier auch schon alles durch. Ist natürlich immer ein Riesenaufwand, weil ihr müsst sagen, unterm Sitz mal einfach so einen Wechselrichter verbauen, wie hier auf der Seite, wo er drunter ist. Müssen natürlich die ganzen Kabel auf die 230 Volt Steuerung und das ist natürlich eine elendige Kabelzieherei und das muss natürlich alles bewerkstelligt werden. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Auch immer wieder tricky ist, ich gehe mal hoch, das Display, was natürlich hierher muss. Auch dieses Kabel muss hier komplett durch, da komplett runter und darüber. Das ist natürlich, man soll ja danach nichts mehr sehen, was ja ganz wichtig ist. Dann schauen wir mal hier rein. Hier haben wir die Glissana verbaut mit dem Malibu-Adapter. Da sind wir noch nicht ganz fertig. Da muss der Ausschnitt verändert werden. Dann kommt der Adapter für die Glissana drauf. Also auch der Einbau ist natürlich schon auch tricky, weil hier muss man natürlich auch unheimlich viel berücksichtigen. Also das ist schon echt eine Nummer. Ja, was haben wir hier bei dem Fahrzeug? Ihr seht schon, natürlich eine große fette Kombi von WCS. Dann Solaranlage, da kommt der Solarregler, der Booster entsprechend, was hier verbaut wird. Also auch hier haben wir wieder richtig Arbeit. Und ihr seht schon hier, das ist immer das, was ich sage, schaut mal diese fetten Kabel an. Wir haben hier eine Kombi, lasst mich mal schauen, eine 3000er Kombi. Ihr müsst überlegen, 3000er Kombi, was die natürlich hier aus den Akkus alles rausziehen kann. Das ist schon eine Nummer. Und dann müssen die Kabelbrücken geändert werden. Hier die ganzen Anschlüsse müssen geändert werden. Wir setzen hier Verteiler dementsprechend.
Hier haben wir noch den Ladebooster zu bewerkstelligen. Also das ist schon auch eine richtige Nummer. Da oben kommt der Solarregler hin, da ziehen wir gerade die Kabel runter. Und. Also auch hier sehen wir, dass das schon richtig, richtig Arbeit ist. Jetzt haben wir hier bei dem Fahrzeug, das ist bei Knaus manchmal immer ganz schick. Die haben hier hinten natürlich die ganze Elektrik. Und das ist natürlich schon dementsprechend schön, weil man hier alles schön beieinander hat. Aber nichtsdestotrotz gibt es Dinge, wo man einfach immer wieder beachten muss. Hier zum Beispiel, ne, schön sauber reinlegen, das machen meine Jungs echt klasse. Das ist auch ganz wichtig, damit hier wirklich alles sauber dementsprechend gelegt ist, geklemmt ist. Hier schön Schrumpfschlauch drüber, ganz klar gekennzeichnet, was PE, was Phase, was Null ist. Dann hier schöne flexible Leitungen. Wir nehmen grundsätzlich in Fahrzeugbau 3x2,5 Quadrat in 230 Volt Bereich. Viele machen das mit 1,5. VDE technisch ist es so, dass ich meines Wissens nach, habe ich das einmal nachgelesen, man darf in den Fahrzeugen auch nur mit 3x2,5 nacharbeiten. Was ich auch von Haus auf immer gern mache und hier sowieso 3000 Watt, da kann man natürlich richtig was drauf powern. Und so sollte das dementsprechend schon auch abgesichert sein, damit die Leitungen dementsprechend passen. Ja, es regnet mal wieder. Ihr hört's. Katastrophe. Die Jahreszeit oder in dem Jahr oder in dem Winter allgemein finde ich es überhaupt schon sehr nass und sehr regnerisch. Naja, das ist was anderes. Hier kommen dann noch unsere fetten Kabel rein, wo dann dementsprechend zum Anschluss führen. Ja, und dann geht es auch schon wieder dem Ende zu. Hier haben wir einen Katako. Ja, was hat er gekriegt? Wie soll es anders sein? Eine tolle WCS-Kombi, die wir natürlich hier in der Elektrik sauber eingebunden haben. Hier sehen wir schon FI-Wechselrichter, FI-Landstrom. Und hier natürlich mit Netzvorrangschaltung und allem drum und dran. Auch hier wieder alles schön sauber und ordentlich verkabelt und vertan. Dann hat er noch zusätzlich einen zweiten Akku gekriegt von uns, damit er ein bisschen mehr Akkuleistung hat. Auch hier haben wir, er hatte 100 Amperestunden Akku von der Firma WCS und will jetzt nochmal um 100 Amperestunden erweitern. Das ist jetzt hier kein Problem, weil wir die gleiche Kapazität haben und unter anderem hat der alte Akku auch nicht so viel Ladezyklen drauf. Also das passt, das ist in Ordnung, den Abstand kann man nur gewährleisten. Der alte Akku hat glaube ich 10 Ladezyklen drauf oder so, da ist das kein großes Thema. Also machen wir das natürlich, dann nur ein paar Kleinigkeiten, was das Fahrzeug kriegt und Ladebooster kriegt er noch, der wird aber weiter vorne verbaut, weil hier hinter wäre der Weg zu weit, weil die Batterien sind auch weiter vorne. Und dann sparen wir uns natürlich hier die vielen Kabellegerei. Aber auch unheimlich viel Arbeit. Dann hat er noch eine Solaranlage gekriegt von WCS. Nee, nicht von WCS. Solarregler ist von WCS. Die Solarmodule haben wir hier Flexi-Module drauf gemacht. Hat der Kunde drauf bestanden, aus gewichtstechnischen Gründen. Ihr wisst, ich bin von Flexi-Modulen nicht ganz so überzeugt, weiß auch der Kunde. Aber ja, aus gewichtstechnischen Gründen haben wir das hier nicht anders umsetzen können. Ja, dann haben wir auch das Fahrzeug schon wieder und dann wird es morgen noch ein bisschen bunt, dann nehme ich euch noch ein bisschen mit und dann schauen wir zum nächsten. So, hier sehen wir jetzt einmal eine klassische Verteilerdose im Kfz für 230 Volt. Was ich besonders dabei beachte, beziehungsweise was man dabei beachten sollte, sind zwei wichtige Komponenten. Einmal müssen wir hier, und man sieht es hier, glaube ich, ich habe hier einen Kabelbinderung gemacht. Hier auf der Seite, wo das Kabel einführt und auf der oberen Seite natürlich auch. Dient dazu, dass ich natürlich eine gewisse Zugentlastung habe. Also wenn ich hier jetzt ziehe, dass ich das Kabel natürlich nicht rausreißen kann. Es ist ganz wichtig, dass wir sowas haben, weil wenn ich das Kabel einfach nur reinstecke, ein Kfz fährt über Stock und Stein, Feldwege und weiß der Teufel was, hat natürlich 1000 Vibrationen. Da kann das Kabel ganz schnell hier rausrutschen.
Und darum ist ganz wichtig, eine Zugentlastung einzubauen. Das zweite ist, wenn wir mit Vagoklemmen verlängern, mache ich persönlich um die Vagoklemme, immer um die Klemmen, noch ein Isolierband. Warum mache ich das? Genau aus dem gleichen Grund. Wenn nämlich dementsprechend das Fahrzeug Vibrationen hat, die Dinger da drin rumvibrieren, möchte ich nicht, dass so ein Schnepper von einer Vakuumklemme einfach aufgeht. Und drum ist der Grund, warum ich das Isolierband drum mache, damit auch hier eine Sicherheit da ist, damit dementsprechend die Vakuumklemme zu bleibt und hier definitiv nichts aufgeht und nichts passieren kann. Denn nichts schlimmer bei 230 Volt, dass da ein Kabel rausrutscht, Phase gegen Erde schlägt oder sonstiges, Kurzschlüsse fabriziert oder weiß der Teufel. Wollen wir alles nicht. Vibrationen haben wir hier nun mal. Und drum muss man da ganz gewiss aufpassen, wie wir hier was verbauen und wie wir hier was tun. Das Ganze wird jetzt hier nochmals zusätzlich dann sauber mit einer Schelle dementsprechend gelöst. So habe ich Zugentlastung und mit einer Schelle fixiert. Auch hier unten. Und dann kann mir nichts mehr passieren und alles ist safe. So machen wir eine 230 Volt Verteilung, sprich Verlängerung oder eben eine Dose, wo 230 Volt dementsprechend verteilt werden. So, und jetzt muss ich euch nochmal was zeigen, was immer so ein bisschen grob, ich will nicht sagen grob fahrlässig ist, aber was halt einfach nicht schön ist und auch stellenweise immer so ein bisschen zu Problemen führt. Wir persönlich, ich habe jetzt hier ein Kabel reingemacht. Ihr seht, ich nehme hier einen Schrumpfschlauch, der bis hierher geht. Jetzt schauen wir hier mal an. Hier ist ein Kabel dran geklemmt. Das sind so Kfz, ich nenne es mal Kfz-Verbinder in jedem Baumarkt, Obi oder Hobby-Bastlerbude zu erreichen und zu bekommen. Relativ günstig bei Amazon und die werden halt hier leider Gottes eingesetzt. Was ist das Ende vom Lied? Hier sehen wir Kupferleitung rausschauen. Hier sehen wir Kupferleitung rausschauen. Hier hinten, der Orangen ist genau das Gleiche, da schaut auch die Kupferleitung raus. Jetzt, wenn ich das Gleiche machen würde und wir sehen, wie wenig Platz hier ist, durch Bewegungen, durch keine Ahnung was, weil das hier sich alles bewegt, geht hier mal ein Drähtchen darüber. Hier sehen wir schon, da schaut eine Litze sogar schon raus. Dann haben wir das Problem, dass bei B1, B2, Starterbatterie, Aufbaubatterie und ruckzuck haben wir hier Kurzschlüsse. Das sind eben genau die Dinge, die ich mit so einem Schrumpfschlauch, der großzügig drüber geht, einfach schlichtweg vermeiden kann. Das ist wichtig, wo man wirklich immer wieder drauf gucken muss, dass man hier sauber, ordentlich arbeitet und eben solche Dinge verwendet. Also wir sehen, hier sind ja auch Schrumpfschläuche drumherum, damit hier wirklich kein Kupfer rausschaut. Das hier sollte möglichst vermieden werden. Das ist ganz, ganz wichtig. So, wir haben Freitagabend, mittlerweile 7:15. Hier steht ein Westfalia. Ich habe gerade alle wieder reingefahren. Der steht hier auf MAN, VW, kriegt, ach Gott, Wechselrichter, Klesana, Lithium, Akkus, alles mögliche, Booster und. Ja, schönes Auto, legen wir wieder am Montag volle Kanne los. Dann die Werkstatt ist schon wieder voll. Hier steht eine Kia i90, glaube ich, ist das. Was kriegt der junge Mann? Ah, haben wir auch Solaranlage, Akku, Wechselrichter, Rapid. Und dann schauen wir, hier vorne steht auch nochmal ein Fahrzeug. Hier steht ein Knaus, voll integrierter. Auch der kriegt Glesana, ich glaube Solar, alles mögliche, Wechselrichter und. Also das Auto ist auch schon voll bestückt oder wird voll bestückt. So schaut es bei uns am Freitag aus. Alles fix und fertig. Hier unser Mika-Mobil. Ja, den braucht man halt, wenn wir die Paletten kriegen vom Götz, dann müssen wir die hin und her bewegen. Da braucht man schon so einen schönen Stapler. Aber ihr seht, hier haben wir wieder volle Werkstatt. Wir haben heute 5 Autos raus.
3 sind schon da, dann kommen nächste Woche noch Tageskunden und so weiter. Also es kommt auch noch einiges und so geht es jeden Tag weiter. Es lässt nicht nach, Gott sei Dank, und so soll es auch sein. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem etwas gefallen. Es ist ein kleiner Streifzug aus unseren letzten hektischen 3 Wochen, die auch noch kein Ende haben. Ich versuche jetzt natürlich schon immer wieder Themen aufzugreifen, Videos zu machen, weiterhin euch treu zu bleiben. Bloß seht es mir ein bisschen nach. Ich muss momentan fleißig mitschrauben, weil ja, viele Krankenstände, wenn Krankenstand ist, dann muss man natürlich terminiert auch die Autos wieder rausbringen. Auch heute ist es wieder sehr spät, weit nach 7. Wir haben bis gerade eben gearbeitet. Ich habe gerade das letzte Fahrzeug übergeben, weil die Herrschaften reisen weiter nach Österreich. Also es ist wirklich immer auf den letzten Drücker mit der heißen Nadel gestrickt. Klar, wenn man natürlich Krankenstände hat, muss man gucken, wie man die Zeit dann einplant. Leider Gottes gibt es da immer manchmal leider ein paar Verzögerungen. Tut mir auch leid dafür, wir machen das nicht mit Absicht, wir wollen auch niemanden ärgern, aber ist halt manchmal so. Das bleibt halt einfach nicht aus. Drum hoffe ich trotzdem, euch hat das Video so ein bisschen gefallen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich, passt auf euch auf. Schönes Wochenende wünsche ich euch, Wetter soll toll werden, tolle Camper-Erlebnisse und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen hier auf dieser Plattform. Wenn ihr ganz verrückt seid, drückt nur den Abo-Button und abonniert den Kanal, damit ihr regelmäßige Infos kriegt. Ich bleibe da auch immer regelmäßig dran, weil es einfach auch Spaß macht, euch mitzunehmen und zu zeigen, was hier in Dingespiel alles gemacht wird. Also, in diesem Sinn, ganz lieben Dank fürs Zuschauen und schreibt in die Kommentare, was ihr davon so haltet, wie ihr das so seht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video und da freue ich mich ganz besonders drauf. Also, bis dahin, alles Gute, euer Micha. Ciao, ciao.